Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum heutigen Interview auf Jungle Drum Radio. Diesmal geht es um die beiden Anschläge in Boston. Bei denen sollen ja mehr als 260 Leute verletzt worden sein. Drei wurden getötet und 13 Leute sollen Gliedmaßen verloren haben. Ja, im Grunde ist das dieselbe Situation oder ähnlich, zumindest wie bei 9/11. Jeder weiß nichts über den tatsächlichen Hergang. Es gibt massive Ungereimtheiten in der offiziellen Darstellung hingegen. Das können wir also schon mal mit Sicherheit sagen. Ja, zu Gast ist bei uns heute der Privatermittler Barry Jünemann aus Düsseldorf. Hallo Barry, stell dich mal vor, was machst du denn? Bist du ein echter Detektiv? Hallo Josh. Ja, ich bin der Barry Jünemann und das, was man einen richtigen Privatdetektiv nennen würde, neumodisch, da sagt man Privatermittler dazu. Ich betreibe hier in Düsseldorf eine Detektei für Observierung, Ermittlung, Fremdgänger, vermisste Personen und das Übliche. Und seit neuestem also auch dem, sagen wir mal, Aufspüren von möglichen Verschwörungsermittlungen und Indizien und Fakten, je nachdem. Wie kommst du denn ausgerechnet darauf, dich des Boston-Marathons anzunehmen? Dazu muss ich dazu sagen, dass ich mich mit diesen gesamten Themen, ich mag das Wort Verschwörungstheorien nicht, deshalb sage ich mal vielleicht Verschwörungsermittlungen, befasse ich mich eigentlich schon seit mehr als 30 Jahren. Also aus Zeiten der Sumerer über die Anunnaki, über Religion, über das Römische Reich, Geheimgesellschaften etc. pp. Kommt man natürlich auch nicht in, sagen wir mal, diese typischen Verschwörungsszenarien vorbei. Und wenn man dann, ich sag mal, Operation Northwood oder das Oklahoma-Bombing, Waco in Texas, 9/11, wird man doch schon sensibilisiert. Und hier war es natürlich auch so, dass man sich das zunächst erstmal als ganz normaler Zuschauer ansieht, was da wohl passiert ist. Man ist natürlich erstmal geschockt. Vielleicht ist es aber dann auch wirklich der private Ermittler irgendwo in mir, der also dann einfach so zwei, dreimal gestutzt hat und aus dem zwei, dreimal Stutzen wurde mehr. Und dann habe ich einfach gesagt, na gut, dann schau doch mal ein bisschen genauer hin. Und das war nicht gut, weil ich habe also da, sagen wir mal, eine ganze, ganze Menge Zeit mit verbracht und für mich zumindest erschreckende Ergebnisse festgestellt. Du hast ja eine Facebook-Seite. Du hast dort ziemlich brisante Bilder und Hinweise zu diesem Bombenattentat in Boston hochgeladen für die Leute und dann war auf einmal alles weg. Ich sag mal, das ist natürlich eine Situation, wo man jetzt auf der einen Seite sagen würde, darüber würde sich manch einer freuen, weil es natürlich eine Bestätigung ist. In dem Augenblick, es gibt diesen guten Satz, der den Ball hat, der wird angegriffen. Und in dem Augenblick, wenn ich also jetzt Kochrezepte hochgeladen hätte und die wären gelöscht worden, dann würde ich sagen, na gut, da war vielleicht jemand neidisch, dass ich besser kochen kann, wie auch immer. Aber hier waren es natürlich Themen, die, sagen wir mal, eindeutig oder zumindest, sagen wir mal, sehr, sehr viele Indizien geliefert haben, dass es hier sich doch um eine False-Flag-Aktion gehandelt hat. Und dass die natürlich, sagen wir mal, aus der gesamten Timeline verschwunden sind, also wirklich mehrere Tage, das war schon sehr seltsam. Wer heißt deine Facebook-Seite denn? Direkt unter Barry Jünemann, also B-A-R-Y, Jünemann, J, Übermut, Nordpol, Emil, Mann. Und so kann man mich erreichen. Wunderbar, falls Leute da mal genauer nachgucken wollen. Gerne. Inzwischen hast du offenbar wieder die meisten Sachen nachgelegt und wieder alles frisch bestückt. Okay, ja, du sagtest, das Bombenattentat auf den Boston-Marathon, das soll eine False Flag, also eine Aktion unter falscher Flagge gewesen sein. Ja. Was fällt dir denn da am augenscheinlichsten auf an Ungereimtheiten? Josh, das ist eine gute Frage, die sich jetzt nicht so einfach beantworten lässt, weil es wäre ungefähr so, als wenn ich sagen würde, ich schmeiß dir mal 100 Nägel zu, fang mal den wichtigsten. Es sind einfach inzwischen derartig viele Indizien, derartig viele Ungereimtheiten, dass man also wirklich jetzt, sagen wir mal, nur die gravierendsten oder die brisantesten rauspicken kann. Es begann irgendwo damit, dass ich also ein Video mir bei YouTube ansehen wollte, wo also ein US-amerikanischer Blogger etwas über diese Situation erzählen wollte. Und mit einmal bekam ich eine Meldung, dass dieser Link halt wohl nicht angewählt werden kann und dass sich dort einige
YouTuber beschwert hätten und man oder ich es mir überlegen sollte, ob ich denn wirklich da weitergeleitet werden sollte. Das habe ich dann gemacht und habe mir die Seite angesehen, habe mir das Video angesehen und habe also festgestellt, dass also irgendwas nicht stimmen kann, weil der junge Mann, der also dort seine Meinung geäußert hat, der hatte also immerhin, wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, um die 700 Likes, also ne, dementsprechende Klicks, wo Leute seiner Meinung oder dem, was er gesagt hat, zugestimmt haben. Und es waren, glaube ich, nur um die 70, 80, die also dort dagegen gestimmt haben, sage ich jetzt mal. Also kann da was nicht stimmen, also können da keine Beschwerden eingekommen sein. Dann ging es im Prinzip in den nächsten Schritt, wo man natürlich mit Fotos bombardiert wurde. Es waren zwar mehr oder minder die gleichen, wo also einfach nur Ausschnitte vergrößert wurden und anders oder um anders auszusehen. Und da fiel mir dann ein Foto besonders ins Auge. Und zwar sah man auf dem Foto einen jungen Mann, der im Rollstuhl weggefahren wurde. Beide Unterschenkel wirklich zerfetzt, ein Knochen schaute raus. Und daneben ein Mann mit Cowboyhut. Und der hielt, glaube ich, also da noch die Arterie in der Hand. Und meine erste Frage war, wie kann das sein? Wie kann das sein? In dem Augenblick, wenn also jemand wirklich zwei Beine weggefetzt werden von einer Bombe, der hat von jetzt auf gleich einen derartigen Blutverlust. Also ich sag mal, die ganze Person müsste kalkweiß sein. Zum Zweiten, in dem Augenblick, wo wirklich einfach das Blut dementsprechend nicht mehr vorhanden ist, wird also auch das umliegende Gewebe nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Also wenn der junge Mann jetzt keinen Lippenstift dabei gehabt hat, frage ich mich, wieso hat er dann auf diesen Fotos noch diese, ja, schön rosa Lippen, sage ich mal. Also es kam mir sehr, sehr suspekt vor. Ja, und so hangelt man sich im Prinzip dann von Fotos weiter zu Videos, die teilweise im Netz dann hochgeladen werden, bis hin zu den Berichten und natürlich auch das, was im Fernsehen gesagt wird. Ne? Wobei ich natürlich an dieser Stelle mal sagen muss, wir können es nicht einfach behaupten, da wäre gar nichts passiert. Es gab zwei Explosionen. Es sollen, wie gesagt, mehr als 260 Leute verletzt worden sein. Die hatten auch Besuch im Krankenhaus, wurden von Angehörigen wiedererkannt. Es gibt immerhin drei Tote. Und das ist also eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Und deswegen wäre es auch nicht angebracht, jetzt zu sagen, das war alles nur ein Theaterschauspiel. Das Einzige, was wir sagen können an der offiziellen Darstellung, ja, da stimmt einiges nicht, da kann einiges gar nicht stimmen. Und richtig, da wollen wir ja heute mal genauer drauf eingehen. Mhm. Zum Beispiel gab es gleichzeitig zu dem Attentat eine Übung von einem Bombenentschärfungskommando mit Sprengstoffhunden, mit Sprengstoffspürhunden. Richtig. Und auf den Dächern liefen Scharfschützen rum und aus Polizeilautsprechern tönten Anweisungen, behalten Sie die Ruhe, das ist nur eine Übung. Richtig. Und wenn man dann mal sich so die Pressekonferenzen im Anschluss an das Attentat anhört, da wurden also auch die Pressesprecher vom FBI und sonstigen gefragt, was es denn mit dieser Übung auf sich hatte. Da haben die das auf einmal alle abgeleugnet, dass es eine solche Übung gegeben hat. Richtig. Das ist doch schon mal das Erste, was sehr, sehr auffällt. Was weißt du darüber? Ja, im Prinzip hast du schon eine ganze Menge erzählt. Punkt ist der, gut, zu Anfang waren es nicht unbedingt Scharfschützen. Man sah also ein Foto im Internet, wo eine schattenhafte Personen irgendwo ausgemacht werden konnte. Erst später konnte man davon ausgehen, dass also auch wirklich bedingt durch andere Fotos dort eventuelle Scharfschützen postiert waren. Dann natürlich, sagen wir mal, die Aussagen von der Polizei, die zu den Zuschauern gesagt hat, das ist nur eine Übung, bleiben Sie bitte ruhig, bleiben Sie bitte ruhig. Da ist aber noch gar nichts passiert. Der nächste Schritt ist natürlich dann der, wenn man sich die Fotos ansieht, und man muss einfach dazu sagen, dass natürlich, sagen wir mal, gerade in der heutigen Zeit, wo jeder im Prinzip sein kleines Filmstudio irgendwo mit in der Tasche trägt, ich spiele da mal auf die Smartphones an, wo man also mal eben auf die Schnelle wirklich ein Foto machen kann, wo man eben auf die Schnelle wirklich auch ein kleines Video machen kann, in dem Augenblick ist natürlich auch das Internet voll mit entsprechenden Fotos. Und da kommt man natürlich dann einfach ins Überlegen, weil man dort, ja, ich sag mal, einen Mitarbeiter, der zum Beispiel Kraft International sieht, mit ihren hellbeigen, ja, Kampfhosen, sagt man dazu, mit ihren Tan Boots, also mit ihren Soldatenstiefeln und mit den schwarzen Jacken,
Und auch kurioserweise, genau mit solch einem Rucksack, Backpack, wie auch immer, wie ihn der mutmaßliche Täter am Ort hinterlassen hat, um dort eine Bombe zu verstauen und die dann hochgegangen ist, wo man später ein Foto gesehen hat von einem zerfetzten Rucksack, ja, der im Prinzip, sagen wir mal, die gleichen Merkmale aufweist, ne? Der aber offenbar vor der Absperrung gestanden hat. Also folgendes, um das kurz mal ins Bild zu setzen, akustisch. Die Zuschauer, die durften natürlich nicht auf die Bahn rennen, wo die ganzen Sportler lang kamen. Deswegen waren da Absperrungen. Ja. Hinter den Absperrungen waren die Zuschauer und vor den Absperrungen, da sind jetzt die Marathonsportler entlang gerannt. Ja. Und die Bombe, die hat ja angeblich die Zuschauer hinter der Absperrung betroffen. Ja. Tatsächlich ist aber die Absperrung zu den Zuschauern hingekippt. Nein, Josh, ich muss dich da leider unterbrechen. Und zwar, das Problem ist dabei, es gibt zu viele verschiedene Fotos im Netz. Es gibt einmal, ich muss ein bisschen vorweggreifen, weil ich glaube inzwischen, ich denke, dass es zwei Szenarien gab. Einmal ein offizielles, wo wirklich, sagen wir mal, zwei Detonationen waren und wo man ganz deutlich auf den Videos und auf den Filmen sieht, wie also die Hilfskräfte und umliegendes Personal, Helfer, die Zäune quasi in Richtung der Läufer, in Richtung der Straße wegziehen, wegreißen, umkippen. Dann gibt es aber auch wiederum andere Fotos, wo die Zäune, die eigentlich schon weggerissen waren, wiederum in Richtung des Bürgersteiges gekippt sind. Und man sieht also da auch den Carlos Arredondo, glaube ich, war der junge Mann, der auch den Beinlosen dort im Rollstuhl hin und her gefahren hat. Und wie er also auf diesem Zaun rumspringt mit der amerikanischen Flagge in der Hand. Also komischerweise, der Zaun muss also irgendwie sich selbst von der linken auf die rechte Seite gepackt haben. Aus dem Grund stiftet es für viel Verwirrung. Also nur fürs allgemeine Bild, die Zäune wurden weggerissen, quasi zur Straße hin, um, ich sag mal jetzt, den Platz freizulegen. Da gab es einen US-Blogger, der war ziemlich clever. John the Nugent heißt er. Und hatte die Idee, man könnte ja mal einen Vietnam-Veteranen dazu befragen, der absolut, schon viele Bombenverletzungen gesehen hat. Ja. Und der Veteran hat sich die Bilder angeguckt und hat gemeint, keine Brandspuren. Wenn jemand neben einer Bombe steht, dann hat er Verbrennung, dann sind die Kleidungsstücke verbrannt. Ja. Was ebenfalls auffällt, das Opfer von so einer Explosion, das fällt normal sofort in den Schockzustand. Absolut, ja? Absolut. Wenn nicht sogar, ist er bewusstlos, ne? Klar. Der arme Kerl in dem Rollstuhl, der war aber bei Bewusstsein. Ungewöhnlich. Außerdem hätte man natürlich ihn liegen transportieren müssen. Ja? Wenn jemand einen Schock hat, das ist also die alleroberste Regel, dann muss man die Beine hochlegen und den Kopf niedrig, damit genügend Blut noch zur Lampe fließt, damit das Gehirn weiterarbeiten kann. Absolut. Haben sie also auch nicht gemacht. Richtig. Also das spätestens der Transport in dem Rollstuhl hätte ihn umgebracht. Ja, absolut. Aber er lebt noch. Gut. Das Opfer, das blutet nicht aus den Ohren, meinte der Vietnam-Veteran und hat sich also nicht in einer Bombendruckwelle befunden, wobei man dazu sagen muss, dass eine Artilleriegranate nun kein Kochtopf ist. Das heißt, vielleicht kommen da nochmal ganz andere Druckgeschichten ins Spiel, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Und es gibt ein Bild, da sieht man, das ist so eine Gesamtansicht von dieser Szenerie, wo die auf dem Boden liegen, wo man in der rechten unteren Ecke so eine Kunststoffflasche sieht, die mit roter Farbe gefüllt war. Ja. Also das könnte Theaterblut gewesen sein. Das war kein Tomatensaft. Ja, hast du denn noch mehr solche Ungereimtheiten entdeckt? Oh Gott, ich glaube, dafür würde die Sendezeit nicht reichen, Josh. Also ich habe mir da die Mühe gemacht und bin mal auf die Seite Otto Bock, also genauso wie der Otto und der Bock, .com gegangen. Und das ist also eine medizinische Seite. Und da gibt es also einen ellenlangen Bericht, wo also beschrieben wird, was passiert nach einer Amputation. Und wie du es schon
erwähnt hast und schon fast medizinisch erklärt hast, das ist genau der Punkt. Das heißt, in dem Augenblick, es muss also sofort, es müssen die Beine abgebunden werden, der muss dementsprechend auch direkt versorgt werden, der darf nicht im Rollstuhl, schon mal gar nicht aufrecht. Ich habe also auch mit mehreren Medizinern gesprochen und auch über Facebook mit mehreren Freunden und Followern gesprochen, die also auch da medizinische Grundkenntnisse haben, und die haben also nur gelacht, die haben gesagt, also mein Gott, da hätte man den auch direkt da liegen lassen können und verbluten lassen können. Des Weiteren, wie gesagt, einfach die Situation, der aufrechte Körper, der Kopf darf nicht nach oben, wie du schon gesagt hast. Und es geht natürlich auch noch so weit, dass man natürlich sich jetzt die Frage stellt, wie gesagt, es sind ja mehrere, du hast also gerade den Nugent angesprochen, klar, es sind ja mehrere Bilder im Netz, und ich habe auch jetzt vor gut einem Tag auch noch eine Collage mit reingesetzt, wo man genau diese Szene sieht, nämlich über eine Überwachungskamera, die, und da muss man natürlich jetzt vorab informiert sein, eine Überwachungskamera filmt also nicht lustig drauf los. Das heißt, man hat also da das Gefühl, als wären dort Bilder aneinander gesetzt. Das ist aus dem Grund, weil eine Überwachungskamera nur jedes zweite, dritte oder je nachdem, wie man das einstellt, Bild aufzeichnet. Somit hat man also einen etwas ruckligen Ablauf des trotzdem Films. Natürlich kann auch ein Film gefaked werden, natürlich kann auch ein Film geschnitten werden. Nur hier sieht man also deutlich, dass es also fortlaufende Bilder sind, und da ist natürlich jetzt eine ganz starke Ungereimtheit. Ich habe also mir den Film, also ich glaube, über 4-5 Stunden angesehen, habe mir also da wirklich eine Nacht um die Ohren gehauen und habe gesagt, da ist das Rätsels Lösung. Guck genau hin, Barry, guck genau hin. Und irgendwann in den Morgenstunden machte es dann wirklich Klick. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und habe Einzelfotos rausgezogen. Und siehe da, es wurde anfangs, oder es sollte, will ich sagen, sollte uns anfangs so verkauft werden, naja, vielleicht ist der komplett gefaked. Das heißt, vielleicht ist der da komplett rein gefotoshoppt worden. Photoshop als Grafikprogramm kennt man, da werden also Models werden schlanker und ältere Herrschaften werden wieder 20, wie auch immer, ne? Die Technik macht es möglich. Und so kann man natürlich auch dementsprechend ganze Personen ins Bild setzen. Und hier war es jedoch anders, wo man also, oder wo ich die Situation ein bisschen in diese Richtung gesehen habe, wo ich gesagt habe, mein Gott, da sind zwei direkt in seiner unmittelbaren Nähe. Nämlich einmal eine junge Afrikanerin, und einmal ein Herr, den man dort mit Sonnenbrille und mit einer Kapuze, mit so einem Hoodie daneben liegen sieht. Und keiner von beiden kümmert sich um den. Und das war so auch, sagen wir mal, mein zweiter Wunderpunkt, wo ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, mein Gott, da wird sich um Leute gekümmert, die also ein bisschen Nasenbluten haben. Da liegt im Prinzip ein doppelt amputierter, mit zerfetzten Beinen junger Mann, und da kümmert sich auf Deutsch kein Schwein drum. Und da habe ich gesagt, das kann nicht stimmen. Es kann schon stimmen. Nämlich in dem Augenblick, wenn das Umfeld informiert ist. Und diese Bilder zeigen also, das kann man gerne auf meiner Facebook-Seite sehen, zeigen meines Erachtens nach sehr deutlich, dass der junge Mann nämlich erstmal saubere Schenkel hat, die sogar über das Knie reichen, dann eine Hand am oberen Bildrand des Filmes, wird man sehen, und auch bei den Fotos, eine Hand von dem Mann, von dem Kapuzenmann, nenne ich den jetzt mal, etwas über seinen Schenkel streift, irgendwas manipuliert, dann verfärbt sich der Schenkel, wird also dunkler, die Hand geht auch tiefer. Also man sieht irgendwo deutlich, da wird etwas drüber gezogen oder angezogen. Wenn das passiert ist, geht die Hand wieder nach oben aus dem Bild raus. Und die Afrikanerin greift auch nochmal zum Schenkel, ich sage jetzt einfach mal ganz vermessen, und richtet diese eventuelle künstliche Prothese. So, und das Kuriose ist, wer sich die Bilder bei mir auf der Seite ansieht, ringsherum kein Blut, kein Tropfen Blut. Das ist auch bei der Afroamerikanerin so, denn die hat im Grunde die blutigen Stümpfe direkt vor dem Gesicht, richtig, und verzieht noch nicht mal das Gesicht vor Ekel, richtig, oder so. Richtig, Josh. Und der Punkt ist auch der, die Afrikanerin hat also ein blütenweißes T-Shirt an und der Kapuzenmensch einen hellgrauen Flanell-Hoodie, und beide sind absolut sauber, als ob die gerade aus der Wäsche kamen. Und das kann natürlich dann nur sein, in dem Augenblick, klar kümmert man sich nicht um seinen Kollegen, weil man weiß, hey,
ist ein Actor, genau wie ich. Und dementsprechend, wenn also das Go kommt, dann werden die Stümpfe oder die Prothesen übergezogen. Und dann wird irgendwann jemand kommen, der wird uns dann mit Blut versorgen. Und da kommt auch wiederum deine Flasche, man sieht ja mehrere. Eine ist leer, die andere ist ein bisschen voll. Teilweise auch Blutpakete, wenn man genauer hinsieht, sich die Mühe macht und auch mal, sagen wir mal so, die kleinen Ecken sich da absucht. Und das wurde dann verteilt. Und teilweise wurden dann die Bilder auch noch zusätzlich mit Photoshop bearbeitet, weil auf dem einen Foto sieht man Blut, auf dem anderen Foto sieht man das Blut wieder nicht. Teilweise sogar in einem Film, wo als ein Helfer oder Polizist war das, glaube ich, das Bild kreuzt, ist dahinter kein Blut mehr. Also da hat der Retoucheur wahrscheinlich vergessen, da nochmal den Blutfleck hinzumachen, ne? Ja, das stimmt, das ist auffallend. Und dieser junge Mann mit dem Kapuzenpulli und der Sonnenbrille, ja, der liegt ja dann auch ein paar Szenen später sehr entspannt da, richtig, auf seinen linken Ellbogen gestützt und schaut interessiert zu jemandem, der irgendwelche Anweisungen gibt. Ja, absolut. Du musst davon ausgehen, es gibt auch ein Foto. Gut, jetzt kommt der nächste Punkt, dass man sagt, das Kuriosum an der ganzen Geschichte ist ja, dass die Zuschauer, die, sagen wir mal, die Interessierten, die sich jetzt die Fotos ansehen, die wissen ja gar nicht, woran sie sind. Das heißt im Prinzip, wenn jetzt nicht wirklich einer mit dabei war, hat eigene Fotos gemacht, der kann natürlich dann nach Möglichkeit seinen Augen trauen. Hier muss man mit dem Bildmaterial Vorlieb nehmen, was einem dort vor die Füße geworfen wird. Und da sind einfach so viele Widersprüche. Es gibt auch Fotos, wo man einerseits die Afrikanerin liegen sieht, aber wiederum den jungen Mann nicht. Da könnten jetzt natürlich viele sagen, ja gut, das war genau der Moment, wo der Carlos Arredondo den jungen Mann im Rollstuhl weggefahren hat. Geht aber nicht, weil genau auf diesem Bild, wo die Afrikanerin ohne den Mann mit den jungen, amputierten Beinen liegt, da ist auch unser Cowboy zu sehen. Also unser Carlos, der also da fröhlich mit seiner Amerika-Flagge auf dem Zaun rumspringt. Da stimmt was nicht. Könnte das nicht dennoch, sagen wir mal, weitere Helfer gewesen sein, die halt jetzt nicht auftauchen im Bild? Ich glaube, der Cowboy ist ziemlich unique in der ganzen Geschichte und man erkennt auch deutlich, dass es sich da um den Carlos Arredondo handelt und ich glaube nicht, dass da mehrere Cowboys dabei waren. Ja gut, in Ordnung. Ja, was sollen wir jetzt daraus schließen? Wie gesagt, die Medien sprechen von Hunderten von Verletzten. Die Krankenhäuser hatten eine Menge zu tun, verlorene Gliedmaßen, Tote, alles nur ein Fake oder war vielleicht doch was? Was siehst du denn da? Ich versuche es mal so zu erklären. Man soll doch einfach den jetzt in diesem Fall den Zuhörer entscheiden lassen. Wenn ich, sagen wir mal, ein Bild sehe von einer jungen Dame, ich spreche wahrscheinlich, vermutest du das schon, von der Heather Abbott, die also auch dort ein Bein verloren haben soll. Und als ich die Bilder im Netz gesehen habe, ich dachte erst, die hat einen Hauptgewinn bei Wer wird Millionär gewonnen. Die hat also über alle vier Backen gestrahlt und gelacht. Ich dachte, Moment, hallo, die junge Frau hat gerade ein Bein verloren. Dann kam ein Interview, das heißt nach einer Amputation, nach wenigen Stunden, war also die Frau schon, übrigens ja auch wie unser Jeff Baumann, der ja aus seiner Narkose erwacht ist und einen Stift haben wollte und gesagt hat, ich habe den mutmaßlichen Attentäter gesehen. Gut, ist eine andere Thematik, kann man später vielleicht mal erörtern. Die junge Frau aber, die dann in dem Interview sagte, die Amputation war im Prinzip meine einzige Möglichkeit, mein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Wo ich also auch wieder... Ja, wo ich einfach gesagt habe, Moment, also ich habe schon viele Aussagen, bedingt durch meinen Job als Privatermittler, höre ich mir natürlich auch viele Ausreden an. Ich muss mir viele Lügen anhören. Und da bekommt man ein gewisses Gefühl, wenn es in der Magengrube kribbelt, sage ich mal. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich also auch da mal einfach, und da wirklich nur spaßenshalber mal nachgeforscht und stelle mit einmal fest, dass die Abbott, die Heather Antoinette, so war der Name, Heather Antoinette Abbott, 2011 schon mal inhaftiert war. Am 1. April 2013 auch inhaftiert war. Und dann baut man natürlich gerade als Ermittler auch mal so seine, sein Konstrukt, wo man sagt, ja gut, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, da ist jemand mehrfach inhaftiert worden. Das heißt, die hat einige Jahre abzusitzen. Das System in Amerika ist etwas härter und rigoroser als jetzt hier bei uns in Europa.
Und man bietet der eventuelle Straffreiheit an, eventuell auch noch ein paar Dollar fürs Konto, ob jetzt da nur das Bein dran glauben musste oder man gesagt hat, ja, ein amputiertes Bein, lasse ich mal dahingestellt. Aber so eine Situation verändert dann schon das Leben. Und da macht die Sache wieder für mich Sinn. Also die gesamte Geschichte, dass man hört, es sind also so und so viele 100 Verletzte, so und so viele Amputierte, 3 Tote. Ich frage doch mal die Zuschauer, warum gibt es kurioserweise kein einziges Bild von einer der oder von einem der Todesopfer, entweder wie die in der Menge stehen und vor allen Dingen, wie die behandelt werden oder noch extremer, wie die abtransportiert werden. Es grasiert zwar ein Foto von dem jungen Martin Richards, ich glaube mit seiner Schwester und mit seinem Vater. Man kann das Bild sich mal gerne, und ich habe auch eine Beschreibung dazu gemacht, also man muss jetzt nicht unbedingt 2 Jahre Anatomie studiert haben, um zu wissen, da passt der Kopf nicht zum Körper, da passen Hände und Arme nicht zum Körper, da stehen Leute in der Luft, da schweben Rucksäcke in der Luft, das Ding stimmt vorne und hinten nicht. Und jetzt kommt im Prinzip noch der nächste Schritt. Das ganze Foto funktioniert nicht, weil nämlich genau in diesem Umfeld, wo er steht, im Hintergrund, kann man einmal das Café, ich glaube Café Bistro Forum, und auf der linken Seite auch nochmal ein Geschäft sehen mit einer blauen Markise. Und die Bilder habe ich mir rausgesucht aus den aktuellen Fotos, und da sieht man nirgendwo einen Martin Richards. Das heißt, hier vermute ich sogar, sagen wir mal, die Dreistigkeit, dass ein altes Foto aus einer vorherigen Boston-Marathon-Veranstaltung genommen wurde und da wurden einfach dementsprechend Photoshop-Arbeiten gemacht, so dass halt keiner dementsprechend aus dem jetzigen aktuellen Material dieses Foto finden kann. Was natürlich peinlich wäre, wenn man sehen würde, der steht ja gar nicht da. Also insofern, für mich, ich bin ganz straight gerade raus. Ich sage, ich glaube nicht dran. Gut, glauben heißt nicht wissen. Ich vermute, dass dort gar kein Todesopfer zu verzeichnen ist. Und über die Beinamputation ließe sich streiten. Ich würde gern mal einen der Beinamputierten im Fernsehen sehen und die Wunde untersuchen lassen, ob die eventuell schon älteren Datums ist. Ich will nicht sagen, dass dort keine Detonationen war. Nur für mich waren es 2 Szenarien. Einmal für die Öffentlichkeit, wo im Prinzip eine Druckluftbombe, so nenne ich es jetzt mal, Druckluftexplosion genauer, stattgefunden hat, die ganz einfach für Wirbel gesorgt hat, die für Aufsehen gesorgt hat. Und wenn wir uns mal so 1-2 Bilder mal in den Kopf rufen, wundern wir uns nicht alle, dass es dort Bilder gibt, wo man wirklich Menschenmassen sieht, die hinter einer Absperrung stehen. Wann sind die denn evakuiert worden? Nicht danach, nicht währenddessen. Da lief alles wie ein Hühnerhaufen von links nach rechts, von oben nach unten. Also gehe ich mal davon aus, dass dort, sagen wir mal, bevor die Zuschauer überhaupt in dieses Area, wie auch immer, gelassen wurden, dementsprechende Voraufnahmen stattgefunden haben. Weil wenn man sich wirklich mal die Bilder ansieht, zu dem Zeitpunkt, wo die erste Explosion stattgefunden hat, die offizielle Version, sage ich jetzt mal, mich wundert die Leute, ich weiß nicht genau, wie lange der Weg war, dieses Marathons, wie viele Kilometer, aber also irgendeiner hätte doch ein bisschen verschwitzt sein müssen. Die hätten noch ein bisschen kaputt irgendwie ins Ziel kommen müssen. Die sahen aber alle aus, als ob die gerade mal 50 Meter gelaufen sind. Naja, Marathon hat 42 Kilometer. Ja. Und der erste Marathonläufer hat es nicht überlebt. Ja gut, stellt sich die Frage nach dem Warum. Kibono, wer profitiert davon? Und da fällt ja auf, dass noch am selben Tag der CISPA-Act verabschiedet worden ist. Ja. Worum geht's denn da? Was weißt du darüber? Gut, sagen wir mal, es ist jetzt, also viele haben mich in diese Richtung befragt, warum, weshalb und so weiter und so weiter. Es sind eigentlich mehrere Gründe, wo man sagen muss, hier ist es also, man konnte mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der CISPA Act, der im Prinzip, sagen wir mal, den offiziellen, so betone ich mal, freien Zugriff für entsprechende Autoritätseinrichtungen gewährt, zum Beispiel soziale Plattformen wie Facebook, wie Twitter, wie andere Plattformen, ja, zu durchforsten, zu durchstöbern, ohne halt fragen zu müssen. Das Ganze hängt natürlich, sagen wir mal, ganz klar mit der Internetkontrolle ab, wo man also sagt, man will genau wissen, wer ist wo, was passiert wo. Und gerade in Amerika ist es extrem, da haben wir nicht diese Meldegesetze, wie wir es also hier
kennen, Deutschland kennen. Da will man halt wissen, wer ist wo, wer macht was, wer verkehrt mit wem oder wo werden eventuelle Aussagen getätigt. Also es ist ganz einfach die gläserne soziale Plattform, die somit geschaffen wurde. Allerdings ist es nicht nur der CISPAC, der, sagen wir mal, auf der einen Seite dort mal eben durchgewunken wurde. Es geht ja viel weiter. Wenn man sich die Bilder ansieht, ich hatte also während der ganzen Zeit meistens den CNN laufen und ich dachte zwischendurch, oh Gott, jetzt sind wir irgendwo im Kabul, irgendwo in Afghanistan und wir sehen also ein Kriegsgebiet, weil ich also dort die gepanzerten Wagen gesehen habe. Und nee, dann sagte man mir, nee, es ist die Bolton Street und da sind wir also jetzt in Watertown und so weiter und so weiter. Und das ist für mich eine Situation, was klar offensichtlich ist. Das heißt, hier wird nach und nach einfach ein Gewöhnungsprozess angestrebt, nämlich gewöhnlich an ja, die Präsenz der Autoritätsgewalt, ob jetzt in Form des, der Polizei. Ich tendiere eher sogar in Richtung des Militärs. Daran sollen die Menschen sich gewöhnen. Und ich glaube, die Menschen in den USA ja, haben es teilweise geschluckt, weil wenn ich also da die applaudierenden Mengen sehe, die also dann den abziehenden Militärfahrzeugen hinterherklatschen, zuklatschen, zujubeln, frage ich mich, mein Gott, wo soll das noch hinführen? Ich könnte, ne? Ich denke gar nicht mal an die ganze Geschichte mit FEMA-Camps und so weiter und so weiter. Dann würde es zu weit führen. Wäre vielleicht mal ein ganz interessantes Thema für eine weitere Sendung darüber. Aber hier ist es wirklich sehr, sehr extrem. Das heißt, also einfach mehrere Punkte. Natürlich hat es auch internationale Konsequenzen. Wir erinnern uns daran, dass der Internet-Radio-Host Beck, ein amerikanischer Moderator, auch ganz groß gesagt hat, ich veröffentliche was und wer ist diese Person aus Saudi-Arabien und wenn also der Präsident dementsprechend bis Montag nicht und so weiter und so weiter und so weiter. Und gut, was dabei rauskam, ist, dass angeblich Jeff Borman im Krankenhaus Besuch bekommen hat von einer saudi-arabischen Person, die wohl angeblich der Sohn von Saddam Hussein sein soll. Ich frage mich, gut, dementsprechend packe ich jetzt mal so die Thematik internationale Interessen auch noch mit rein. Also haben wir eigentlich drei Gründe und Gott, ich sag mal, wenn ich 9-11 mal ziehe, da wäre es noch der Asbestbefall gewesen, aber die Gründe reichen für na gut, ich denke, das ist jetzt auch schon wild genug, was wir hier ausgepackt haben. Ja, wir wollen es mal nicht übertreiben, sonst sind wir noch, sonst werden wir noch als Verschwörung. Ja, also nicht, dass wir jetzt hier als Verschwörungsspinner, aber wie gesagt, es gibt auf jeden Fall gute Gründe, sich die Bilder mal genauer anzuschauen. Bilder, von denen die Polizei übrigens im Anschluss an das Attentat gefordert hat, die sollte man bitte alle bei der Polizei abgeben, die bräuchten sie zum Ermitteln. Das haben die Leute auch gemacht, ja. Haben sie aber vorher noch ins Netz gestellt. Und deswegen ist das Ganze überhaupt erst aufgeflogen. Ja gut, ich denke, dann sind wir soweit durch mit dem Interview. Vielleicht gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest. Wir erteilen unseren Gästen immer noch ein Schlusswort. Ja, also ich sag mal, dass es gibt einen schönen Satz, der mir immer durch den Kopf geht. Und zwar, wer wenig weiß, der muss viel glauben. Und gut, man hat natürlich gerade mit der Situation Glauben immer so seine Probleme. Das heißt, Gott, ich sag mal, glauben kann jeder Dumme. Wissen ist aber überprüfbar. Und in dem Augenblick, wenn ich mir selber jetzt die Mühe mache, recherchiere mal diese Dinge nach, wo ich einfach sage, irgendwas stimmt doch nicht. Und ein Bauchgefühl sagt mir, ich bin da mit nicht, ich gehe damit nicht d'accord. In dem Augenblick sich wirklich mal ins Netz setzen. Es gibt heute die Möglichkeit, im Internet wirklich nachzuforschen. Nicht dem Erstbesten, dem man jetzt dort begegnet, sagen, okay, der hat recht und schon glaube ich wieder. Glauben, ob ich sage, ich glaube oder ich glaube nicht. Beides bedeutet das Gleiche, nämlich es nicht zu wissen, aber einfach mal sich die Mühe zu machen und selber etwas nachzurecherchieren. Und dann ergibt sich ein Indizienpaket, wo man dann schon mal eine Begründung formulieren kann, warum man das dann vermutet. Und das wäre im Prinzip eine tolle Sache, wenn die Menschen nicht einfach so gutgläubig und teils vielleicht sogar naiv wären, sagen wir mal, alles zu schlucken, was einem so vorgesetzt wird. Ja,
Meine, im Grunde gäbe es noch einiges zu besprechen, zum Beispiel was mit Tamerlan und Chocha Tsarnaev, den angeblichen Tätern, passiert ist. Ne, der Chocha, der lag angeblich stundenlang verletzt in dem Boot. Es gibt Aufnahmen von diesem Boot, kann man sich googeln. Da sieht man, dass es also in blütenweiß und sauber kein Blut, außen am Kotflügel, da ist ein bisschen Blut von dem Trailer, wo das Boot aufliegt. Das heißt, der muss unverletzt ausgestiegen sein und wurde dann verwundet. Und zwar genau so, dass er nicht reden kann. Wie Richtig. gesagt, da gibt es noch genügend Nachholbedarf. Auf alle Machen wir Fälle. auch. Also da sind noch drei, vier Punkte, die, ich würde mal sagen, so ganz, ganz heiß sind und die jeder wissen sollte. Aber vielleicht kann man das mal in der späteren Sendung machen. Das wollte ich sagen. Wir machen noch ein weiteres Interview, welches in Kürze folgen wird. Vielleicht machen wir auch noch ein Interview mit dir, wo du vielleicht noch ein paar Tipps, wie man gut ermittelt, wie man Sachen rauskriegt, die versteckt werden, wie wir da vielleicht uns selbst noch ein bisschen unser Gerne. Ermittlungsvermögen schärfen können, so, Gerne. ne? Ja, können wir gerne machen. Alles klar. Dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Kommen Ich habe und zu danken. fürs Gerne. Mitmachen. Ja. Alles klar. Dann bis dahin alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles klar, George. Tschüss und auch tschüss an die Zuschauer. Tschüss.